Hi zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio Megabase. So, bevor wir heute starten mit dem, was wir tun wollen, oder mit dem, was ich mit euch tun möchte, fangen wir doch erstmal an und legen hier überall diese veredelten Betonplatten hin. Also überall in unserem Herzstück. Das reicht dann fürs Erste. So. Ich mache das jetzt hier aktuell mit einer Blaupause. Oder eben mit Steuerung und C. Und ich habe jetzt halt hier, ich glaube, insgesamt 500 Bots, glaube ich, sind es. Die das für mich dann bauen. Gut. Das dauert jetzt natürlich eine gewisse Zeit, bis das fertig ist. Aber das kann uns eigentlich zumindest im Moment egal sein. Weil wir heute erstens mal ein klein wenig auf Jagd gehen. Und ich möchte euch dann halt noch etwas zeigen, was ich selber ehrlich gesagt noch nie ausprobiert habe. Und das möchte ich eben mit euch zusammen heute tun. Dazu kommen wir aber dann halt später erst. So, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, dass man hier in den M-Modus geht und dann halt rauf und runter fährt. Da ist es nur manchmal so, dass wenn man zu schnell ist, dass das System nicht ganz registriert, dass da jetzt halt eigentlich Platten hin sollten. Ich finde das übrigens immer noch schade, dass es einfach kein Holzboden in der Hinsicht gibt. Das wäre einfach und man hätte endlich was mit dem ganzen Holz zu tun. So. Das dauert jetzt natürlich lange, sehr lange. Gut. Ich denke mal, das war's dann. Jetzt hole ich mir da noch. Wir können natürlich auch hergehen und können sagen, hey, pass mal auf, ich helfe euch ein bisschen. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Ups. Ja. Gut. Jetzt wird das alles schön langsam gebaut. Und wir schauen uns heute mal diese Kapseln hier an. Erstens mal die Verteidigerkapseln, mit denen habe ich schon mal gespielt. Die greifen eben jemand an, wenn du angegriffen wirst. Die Ablenkerkapseln, glaube ich, ziehen den Schaden auf sich. Und die Zerstörerkapseln, glaube ich, fliegen irgendwo hin und explodieren. Ich habe dazu unsere Maul ein klein wenig verändert. Also wir haben hier die Ablenkerkapseln. Die waren von vornherein schon da. Dann habe ich hier die Entwicklung oder den Bau von Uranbrennzellen habe ich hier einfach mal, ups, das waren die falschen, von Uranbrennzellen habe ich hier einfach mal beendet und würde dazu gerne diese Verteidigerkapseln bauen. Und hier habe ich, also diese Ablenker, und hier habe ich diese Zerstörerkapseln. Wir brauchen davon noch ein bisschen was. Ich habe die jetzt halt einfach mal per Hand gefüttert. Man braucht 3 weitere Schaltkreise und 4 Verteidigerkapseln für eine Ablenkerkapsel.
Insgesamt habe ich jetzt einmal Sachen für 10 hier gebaut. Genau. Während die derzeit noch produzieren, brauche ich noch oder möchte ich euch noch etwas zeigen. Wow, das ist so schön, so schnell zu laufen. Und zwar habe ich den Spaß hier unten fertig gebaut. Ich meine, das war jetzt halt nur den Restaurant noch fertig auslegen. Ja, wir fressen Ressourcen ohne Ende. Das ist absolut abartig. Ich habe das da unten noch gebaut. Ach ja, Eisenplatten fehlen hier. Aus welchem Grund auch immer. Wir haben übrigens ein kleines verkehrstechnisches Problem. Das kann ich euch auch noch schnell zeigen. So. Ah, ist das schön. Ja, 549 Konstruktionsroboter haben wir aktuell. So. Jetzt haben wir 550, genau. Aber 50 bzw. 51 sollten eigentlich zu mir. Man sieht hier schon, wir haben hier Stau, 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 Stau. Das Problem ist, das Problem ist einfach, dass wir zu viel Kupfer momentan brauchen. Und wir haben hier jetzt keinen Wartebereich im Speziellen. Ich meine, das könnten wir eventuell beheben. Indem, dass wir sagen, okay, das ist halt jetzt halt nur temporär. Okay, 2, 4, 5. So. Davon brauche ich nur eins. Und da Leute, jetzt bin mal ganz kurz an der Türe. So, sorry für die Unterbrechung. So, jetzt sollte das eventuell ein wenig besser funktionieren. Das Problem ist, dass einfach diese ganzen Züge hier immer alles blockieren. Ich meine, das Einzige, was wir eventuell machen können, ist hier wirklich ein Kettensignal. So. Das sollte jetzt besser sein. Aber das ist jetzt wieder minimal zu klein. Es wäre gut, wenn wir hier 3 Züge hinbringen würden. Aber 2 Stück sollten auch gehen. So. Was wollte ich euch jetzt noch zeigen? Naja, jetzt passt das auf jeden Fall schon viel besser. Wie gesagt, das ist halt nur temporär. Jetzt kommt der dicke Zug wieder. Wir haben übrigens, oder wir hatten ein massives Stromproblem. Ihr seht es hier zum Beispiel schon. Moment, hier. Ja genau, also ich habe jetzt halt hier die Dampfmaschinen mal verdoppelt. Und zwar hier herüben. Habe ich einfach nochmal eine Einheit, da könnte man rein theoretisch drunter nochmal eine hinsetzen. Oberhalb habe ich es leider, hätte ich alles nach unten verschieben müssen. Ich habe aber die Schienen schon gebaut, dementsprechend gibt Schlimmeres. Sonst ist jetzt aber momentan alles fertig gebaut, bis auf eben der Bereich hier. Das wird halt jetzt doch einige Zeit brauchen, bis das fertig ist. Aber es soll ja nach einer anständigen Fabrik ausschauen. So. Gut, was haben wir hier noch? Ja.
Wir müssen uns dann auch wirklich überlegen, dass wir uns noch den ein oder anderen, das ein oder andere Eisendepot aneignen. Das wird doch wichtig werden. So. Gut. Wir bekommen ja sehr viele Angriffe. Wir werden jetzt halt mal die komplette Wolke abfahren müssen. Oder ich werde das jetzt mal machen mit euch. Das sollte jetzt halt das letzte Mal sein, bis ich Atombomben habe oder Artillerie, falls ich das bauen und haben möchte. Auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und dann kümmern wir uns bald mal um... So, jetzt habe ich hier 3 Ablenkerkapseln. Und 10 Zerstörerkapseln. Sehr gut. So, eine große Frage ist, wo ich mein Auto stehen habe. So. Ich weiß, wir haben es hier irgendwo gepackt. Jetzt weiß ich auch wo. So. Mein Freund und Kupferstecher. Bam, bam, bam. Das hier läuft stetig, aber ich sollte hier überall noch Geschwindigkeitsmodule reinpacken, damit es auch im vollen, mit voller Geschwindigkeit läuft, so wie sich es eigentlich gehört. Das habe ich irgendwie vergessen. Ah, Mardik. Ja, mache ich noch. Mache ich noch. So, die Frage ist, wie schaut es munitionstechnisch aus? Ist okay. Wir sollten uns vielleicht noch ein bisschen Munition besorgen. Und zwar haben wir hier einfach mal 400. Das ist übrigens, also das ist jetzt der kleine Bereich für unser unsere Stromsache. Man fährt übrigens auch mit dem Auto schneller auf Beton. Nur so nebenbei. Dann ist es jetzt alles erledigt. Sind da jetzt alle an Bord? 49, jo, 49, passt. Dann schreibt man das wieder aus. Und wir gehen auf Erkundungstour. Nein, das ist falsch. Das hier brauchen wir. Gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt hier drüben an und dann fahren wir einfach einmal im Kreis. Vielleicht entdeckt man ja auch das ein oder andere Coole. So. Und ich würde sagen, wir starten hier einfach mal mit den Verteidigerkapseln. Ich kann insgesamt 30 Stück kontrollieren. So, jetzt habe ich 30 Stück. Ah ja. Wow. Die kann man jetzt rein theoretisch vor und zurück schwingen lassen. Und muss dann im Endeffekt gar nichts mehr machen. Das war jetzt halt vielleicht ein klein wenig, wie soll ich sagen, übertrieben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das die halten.
Ach ja, das war's dann schon. So, dann würde ich mal sagen, die Zerstörerkapseln. So, 30 Stück. Wow. Okay. Okay, die können ein bisschen was. Gut zu wissen. Zerstörerkapseln explodieren anscheinend nicht, sondern machen einfach nur elektrischen Schaden. Steht ja sogar da. Wow. Und aus einer dieser Kapseln entspringen 5 Zerstörerkapseln, wie man sieht. Steht da auch was, wie lange das die halten? Lebensdauer 120 Sekunden. Mhm. Wow. Ja. Die machen ein bisschen Schaden. Sie kommen zwar definitiv nicht an die Laserverteidigung ran, aber sie sind jetzt halt auch nicht unbedingt gerade das Schlechteste. Ich meine, 120 Sekunden ist jetzt auch nicht so lang. 2 Minuten gerade mal. Leider glaube ich, gibt es da keine Anzeige, wie lange das die noch halten. Hm. Okay. Finde ich nicht schlecht. Ich meine, die kann man ein bisschen besser schützen, indem dass man sagt, okay, gut, ich nehme jetzt 5 Ablenkerkapseln und den Rest an Zerstörerkapseln. Damit die eben geschützt sind. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ah, das ist doch ein nettes Feld. Voll Kupfer. Ja, also manchmal das Auto auffinden ist echt grausam. Für mich persönlich. So. Jetzt fahren wir doch mal den Fluss hier, falsch, den See hier ein bisschen ab. Einfach nur um zu sehen, was da so alles ist. Pam, pam, pam. Hier könnte man zum Beispiel schon mal eine Verteidigungsmauer nach unten ziehen. So, die Ablenkerkapseln sollten wir uns dann noch anschauen. Das machen wir dann bei dem nächsten Beißernest. So. Ups. Ah, Kohlepatch. Meine Kohle ist leider nicht so wichtig. Außer man hat keinen Bock mehr, neues Öl heranzuschaffen. Dann ist es doch wieder wichtig. Ja, ja. Okay. Ja, dieser See ist nicht unbedingt gerade der schlechteste. So, jetzt machen wir hier mal kurz aus. Hier haben wir wieder die Möglichkeit für eine Mauer. Das sollte man dann vielleicht in naher Zukunft mal angehen. Ich habe jetzt nur gerade gesehen, dass wir hier oben auch noch Schadstoffe haben. Oder.
aber es scheint hier alles sie zu sein. Ja. Okay. Das kommt wahrscheinlich von hier herüben. Wow, also unsere Giftwolke ist mittlerweile schon echt groß. Jetzt decken wir hier den ganzen Spaß noch auf und schauen, was wir hier finden. Ah ja. Da ist wohl so ein Kandidat. Oh, ich sehe hier gerade ein richtig großes Eisenfeld. Ja, okay, so groß. Das hat gerade größer ausgeguckt. So. Also nur, falls ihr das noch nicht wusstet. Je weiter man vom Startgebiet weggeht, umso reicher werden die verschiedenen Rohstofffelder. Ja? Weil wenn man sagt, okay, wir hatten jetzt hier im Inneren, was waren das, 500.000? Dann haben wir hier zum Beispiel schon 52 Millionen. Ja? Hier ist ja unser Spawnpunkt. Und je weiter das mal rausgeht, umso größer werden die verschiedenen Venen, Erzvenen. So, ich werde dann zwischen dieser und der nächsten Folge oder in eine der nächsten zwischen eine der nächsten Folgen, so ist es richtig, hier überall mal rumgehen und ein klein wenig Außenposten verteilt. So. Da hier oben wäre auch noch vielleicht was gewesen. Ja. So. Ah, was sehe ich denn da? Noch ein Fluss. See, meine ich. Ja. Noch ein See. Das ist halt eben wieder so eine natürliche Mauer einfach. So. Wenn man schaut, hier 20 Millionen, 3,9 Millionen, hier haben wir 12 Millionen, 8,3, 13. Ich meine, das ist halt ein bisschen, genau, oder das ist ähnlich weit weg wie das hier. Merkt man halt schon irgendwo. Wir wollten ja noch die Ablenkerkapseln testen. Ah ja, interessant. Die bleiben sozusagen stationär. Ha. Könntest du mal bitte angreifen? Okay. Die kann man dann sozusagen in die Base reinschmeißen. Und schauen, was passiert. Auch nicht schlecht. Ich dachte, die folgen einem. Hm.
Wo müssen wir als nächstes hin? Hier noch rüber. Oh yeah. Okay, die Zerstörerkapseln sind der absolute Hammer, um ehrlich zu sein. So, jetzt nehmen wir die Beste unten noch mit. Und machen wir die auch noch schnell. Ja, warum nicht? Ich brauche einen Panzer unbedingt. Und kurz stoppen. Reparieren. Und weiter geht's. Na komm. Das war knapp, würde ich mal sagen. Das war sehr knapp sogar. Gut. Haben wir jetzt herunter. Ach ja, herunter müssen wir auch noch ein bisschen was aufdecken. Und dann sollten wir mal wieder für 5-6 Folgen Ruhe haben. Ja, also wir müssen hier unten vorbei. So, da ist die Frage, das ist noch weit genug entfernt. Wow, die müssen wir unbedingt wegmachen. Gut. Dann ist das schon mal erledigt. Dann haben wir hier wieder ein Eisenfeld. 30 Millionen. Ich meine, das, was ich für die Eisenfelder und so weiter gesagt habe, gilt natürlich auch für die Feindbasen. Ja? Je weiter, dass man vom Spawnpunkt weg ist, umso größer werden die. Ist einfach so. Und deswegen bin ich immer froh, wenn ich so gut wie keine habe. Ich meine, wenn ihr jetzt einmal euch diese Base hier anschaut, ne, die ist eigentlich relativ groß meines Erachtens. Wenn ich jetzt den Regler für die Feindbasen nicht nach unten gestellt hätte, so wie ich das getan habe, wären die halt 3 oder 4 Mal so groß. Oh, oh.
Das hatte ich jetzt nicht erwartet. So, das Blümchen stirbt schon. Hoffe ich. Gut, jetzt haben wir noch eine kleine Kurve zu fahren. Und dann sind wir mit unserer Jagd auch fertig. Würde es euch eigentlich mal interessieren, eine Serie, die voll und ganz darauf fokussiert, Erfolge hier in Factorio zu machen, zu sehen. Die kann man ja zurücksetzen, das würde ich für euch tun. Und dann könnten wir das zusammen mal machen, also falls ihr Lust dazu habt. Ich meine, es wird noch ein bisschen dauern, weil mir fehlen selber noch 4 Erfolge, damit ich halt eben das Steam-Abzeichen bekomme. Das hätte ich halt schon gerne. Wir können ja mal kurz reingucken. Mal nach unten. Hier diese 20 Millionen, da fehlen mir jetzt noch 2 Millionen. Gefolgte Kampfroboter, das schaffen wir in der Serie noch. Und die 2, das wird mal ein kleines Überraschungsprojekt werden. Da arbeite ich gerade so nebenbei noch mit dran. Weil für mich persönlich ist es das Schwierigste. Das ist nämlich noch eins der alten Relikte aus Vorgängerversionen, als es nur 4 Forschungspakete gegeben hat. Ich glaube mit 0.14 war es das letzte Mal, dass es anständig funktioniert hat. Da waren die 8 Stunden kein Problem. Ich meine, klar, es gibt genügend Speedruns, die beweisen, dass man das heutzutage immer noch in 2 Stunden rein theoretisch schafft. Bloß, ich bin ja eher ein gemächlicher Spieler. Dementsprechend ist es relativ schwierig. Ich teste, wie gesagt, momentan etwas, ob ich den Erfolg hinbekomme. Und wenn ja, dann wird es da mal eine Serie dazu geben. Gut. Ich fahre jetzt halt zurück. Das hier ist jetzt halt alles wieder safe. Hier sollten wir einfach mal reparieren lassen. Genau, und wir haben jetzt schon mal ein großes Feld abgedeckt. Das hier ist übrigens unsere Stromverbindung. Wie schaut es hier aus? Wir sind schon nahezu fertig. Wow, hat ja fast nur eine halbe Stunde gedauert. So. Wie schaut es stromtechnisch aktuell aus? Ja, geht schon. Wir halten über Nacht her. Das ist das Wichtige. Gut, dann vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War jetzt endlich mal wieder ein bisschen was anderes. Ein bisschen Abwechslung. Und ich denke, in der nächsten Folge werden wir uns dann um was auch immer kümmern. Das weiß ich jetzt noch nicht. Da überlege ich mir noch was. Gut, also vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Erakol. Ciao.